Spezialität Suisse. Ça vous fait sourire. Da kann ich nur lachen. Immer wieder lobt man vollmundig die Schweizer Qualität. Die Leute, die den Mund so voll nehmen, lade ich ein, etwas mehr zu reisen, immer mal wieder nach Asien zu gehen. Die Spesen betragen da ein Drittel bis ein Viertel und die Qualität ist besser. Wo ist der Fehler? Wir sind also nicht wettbewerbsfähiger. Bestimmt weniger wettbewerbsfähig. Auf Finanzplätzen wie London lacht man sich ins Fäustchen über das, was zurzeit in der Schweiz abgeht. Da sehen Sie die Formulare für die Steuerselbstdeklaration, die alle Kunden von Schweizer Banken unterzeichnen müssen, wenn sie ein Konto eröffnen wollen. Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Fast jede Bank bastelt sich ihr eigenes Formular. Sehen Sie, BNP, Sarrazin, Waadtländer Kantonalbank, auch Piguet Galland, fast alle haben ihr Formular, einfach um sich zu schützen. Gibt es das auch anderswo? Nein, kein anderes Land der Welt kennt solche Formulare. Eine Revolution für die Schweiz. Das ist eine Revolution. Die Schweiz ist weitergegangen als alle anderen. Tut Ihnen das weh? Ich finde das nicht positiv für die Schweiz. Zu weit zu gehen, im Übereifer und aus Angst zu handeln, das ist nicht sehr klug. Die offizielle Konformitätserklärung ist in Ausarbeitung und dürfte in absehbarer Zeit eingeführt werden. Das Dokument soll sicherstellen, dass jeder Kunde, der in der Schweiz ein Bankkonto eröffnen will, bestätigen muss, dass er der Steuerpflicht in seiner Heimat nachgekommen ist. Die Banken haben dieses Zertifikat schon vor der gesetzlichen Inkraftsetzung eingeführt, weil sie nach den USA einen neuen Gegner fürchten, Europa. Die EU ist anders als die USA. Die meisten nicht deklarierten Guthaben auf dem Schweizer Finanzplatz waren europäischer Herkunft. Im Vergleich dazu sind die amerikanischen Guthaben unbedeutend. Die unversteuerten europäischen Guthaben werden auf 800 bis 1000 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Das ist eine gewaltige Summe. Und da konnte die Schweiz dem Druck nicht widerstehen, den die umliegenden Länder auf sie ausübten. Die Banken haben sich also rechtlich abgesichert, weil sie sich vor den Repressalien der Regierungen der Nachbarländer fürchteten. Es sind nicht nur die Nachbarländer, welche die Schweiz angreifen. Die Schweiz hat schon 2009 unter internationalem Druck wesentliche Aspekte des Bankgeheimnisses preisgegeben. Es wird nicht mehr unterschieden zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Von nun an genügt der Verdacht auf Steuerflucht, damit die Schweiz von Fall zu Fall Auskunft gibt. Damit ist eine irreparable Bresche ins Bankgeheimnis geschlagen. Der Gnadenstoß erfolgt nur einen Monat später am G20-Gipfel, der die 20 wichtigsten Industrienationen vereinigt. Die Zeit des Bankgeheimnisses ist abgelaufen. Das ist ein Grundsatz. Die Zeit des Bankgeheimnisses ist abgelaufen, unterzeichnet von den 20 Staaten am runden Tisch. Zu alledem platzt jetzt auch noch die Affäre Falciani. Dieser Informatiker bei der Bank HSBC hat Kundendaten von über 130.000 Bankkunden gestohlen, die der französische Staat erwirbt und an die Steuerbehörden weiterer Länder übermittelt, namentlich an Spanien und Griechenland. Darauf treten auch die Deutschen in Aktion. Die Schweiz ist nur bereit, mit uns zu kooperieren, wenn es Steuerbetrug gibt. Aber diesen Steuerbetrug meinen Steuerzahlern nachzuweisen, dazu bedarf es exakt der Information, die die Schweiz hat. Aber sie liefert sie mir nicht. Das ist das Problem. Auch einzelne deutsche Bundesländer beschaffen sich insgesamt mindestens 6 CDs mit gestohlenen Daten. Das spült ihnen über 3 Milliarden Euro an hinterzogenen Steuergeldern in die Kasse. Die Situation ist dramatisch. So sage ich Ihnen, es ist inzwischen die einzige Möglichkeit, überhaupt gerechten Steuervollzug hier durchzusetzen. Außer der Affäre Falciani und der HSBC wird in Frankreich die Situation der Schweiz durch die UBS verschärft. Ehemalige Mitarbeiter der Bank haben ein regelrechtes Steuerfluchtsystem aufgedeckt. Die Methoden ähneln sehr jenen, die in den USA angewendet wurden. Man organisiert einen mondänen Anlass, um große Fische aus der französischen Finanzwelt anzulocken. Die Transaktionen werden in handgeschriebenen Milchbüchlein mit Hilfe einer doppelten Buchführung verschleiert. Die UBS wird von der französischen Justiz wegen illegalen Handels und organisierter Geldwäscherei im Zusammenhang mit Steuerbetrug verfolgt.
laufende Gerichtsverfahren, gestohlene CDs und internationaler Druck von allen Seiten haben die Schweiz in die Knie gezwungen. Meiner Ansicht nach zahlt die Schweiz die Zeche für ihre Isolation auf internationaler Ebene. Jenen, die glaubten, das Abseitsstehen von der EU bringe der Schweiz nur Gewinn und Vorteile, antworte ich, im Gegenteil. Außerhalb Europas zu stehen kann bedeuten, in der Zukunft ein Fünftel ihres Bruttosozialprodukts einzubüßen. Das heißt, alles, was mit dem Bankgeheimnis und den Industrien zu tun hat, die vom Schweizer Bankgeheimnis profitierten. Die Schweiz wird wahrscheinlich in den kommenden 10 Jahren verarmen. Bis jetzt war der Rückschlag noch nicht zu spüren, weil die Euro-Krise Geld aus Europa hereinspült. Sobald aber Europa stabiler ist, werden wir die Folgen auf die Beschäftigung im Bankensektor sehen. Die Kollegen haben Angst. Sie wissen nicht, wer von ihnen entlassen wird, wer der Nächste ist auf der Liste. Die Stimmung ist sehr schlecht. Es herrscht Angst. Heute schätzen wir, dass 50.000 Stellen im Finanzsektor gefährdet sind. Es gibt im Ganzen etwa 200.000. Man spricht also von einem Viertel. Und das betrifft nur den Bankensektor. Wenn man diese Zahl verdoppelt, was wohl vernünftig ist, wenn man alle Arbeitsplätze einrechnet, die vom Finanzsektor abhängen, kommt man auf 100.000 Arbeitsplätze, die gefährdet sind. In den nächsten Jahren? In den kommenden 10 Jahren. Ich bin arbeitslos. Ich suche Arbeit. Ich weiß noch nicht, in welcher Branche, aber ich habe die eine oder andere Idee. Sicher nicht mehr im Bankwesen. Und Sie? Machen Sie sich Sorgen um Ihre Zukunft und um den Finanzplatz? Natürlich. Ich denke, dass wir vielleicht noch 2 bis 3 Jahre vor uns haben. Aber dann wird es in unserer Region 20.000 weitere Arbeitslose geben. 20.000 potenzielle Arbeitslose in Genf, 100.000 gesamthaft für die Schweiz. Das sind düstere Aussichten. Umso mehr, als bereits andere Abteilungen der Banken reorganisiert werden müssen. Bei der UBS macht das 10.000 Stellen weltweit aus, davon 2.500 in der Schweiz. Credit Suisse hebt in der Schweiz 300 Stellen auf, Julius Baer 1.000 weltweit. Und damit sind die kleineren Banken noch nicht erwähnt. Es gibt im Land keinen Wirtschaftszweig, der von dieser Krise nicht in Mitleidenschaft gezogen würde. Philipp Palais verkauft Liegenschaften im oberen Preissegment. Noch läuft das Geschäft. Noch immer zieht es die reichen Ausländer nach Genf. Diese Leute haben sehr viele Mittel und sie bringen Geld und Arbeit. Mit ihnen haben wir kaum je Probleme. Wenn sie nicht mehr kämen, wäre die Luxusbranche in Gefahr. Wir haben Grund zur Beunruhigung. Man sollte die Risiken für die Realwirtschaft nicht unterschätzen und nicht einfach denken, ja nun, jetzt hat's die Banker erwischt, recht geschehen, geht uns nichts an, das Bankgeheimnis betrifft uns nicht. Nein, es sind immer auch Leute aus der Bau- und Immobilienbranche, aus dem Tourismus und der Hotellerie von dem betroffen, was im Finanzsektor passiert. Aber im Grunde ist es doch gut, was wir getan haben. Der Finanzplatz ist sauber gefegt, wir befolgen die Regeln untadelig. Ist doch eine gute Sache. Genau, wir haben Fehler gemacht. Die UBS hat amerikanisches Recht verletzt. Doch ich sage allen Schweizern, die gegen das Bankgeheimnis sind, ihr habt recht. Niemand will die Steuerflucht verteidigen. Nur eben, da wird die Schweiz diskriminiert. Denn andere Finanzplätze wie New York, die Bahamas, die Cayman Islands, Dubai, ja sogar Beirut erleben einen großen Aufschwung, weil sie dicht halten. Sie tun es der Schweiz überhaupt nicht gleich. Die Schweiz ist der einzige Finanzplatz, der sich selbst kastrierte und Kunden abweisen musste. Absolut der einzige. Die anderen machen fröhlich weiter. Die anderen Finanzplätze zu verpflichten, ebenfalls aufs Bankgeheimnis zu verzichten, wäre eine Herkulesaufgabe. Bis dahin muss die Schweiz zuschauen, wie sie aus ihrer Krise wieder herauskommt. Ich bin sehr optimistisch. Wenn ich sehe, was um uns herum geschieht, die Länder, die so tief in Schwierigkeiten stecken und ausgeblutet sind, und wir haben einen Finanzplatz mit einem guten Namen. Unser Finanzplatz hat ein gigantisches Know-how. Auf dieser Basis, zusammen mit der Stabilität unseres Landes und seiner Glaubwürdigkeit auf internationaler Ebene, besitzen wir alles, was wir für einen Finanzplatz brauchen, der vielleicht ein anderer ist als bisher, der aber glaubwürdig, steuerkonform und wettbewerbsfähig ist. Mais qu'elle soit crédible, qu'elle soit conforme sur le plan fiscal et qu'elle soit compétitive.
Wir können die Krise überwinden, aber das erfordert Opfer. Und wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Zu einem aktiven Finanzplatz, der keine direkte Hilfe zur Steuerflucht anbietet, aber Qualitätsdienstleistungen für die ausländische Kundschaft. Und zwar nicht nur in Erbangelegenheiten, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo wir international bei den Besten sein können. Zurück zu einer Schweiz, die auf ihre Wohlfahrt bauen kann, heißt zurück zu einer Schweiz, die in einer veränderten Welt eine besondere Aufgabe wahrnimmt. Jene eines neutralen Landes, nützlich den großen Mächten, die nicht mehr die gleichen sind wie die von gestern, welche europäisch waren. Wir haben viel Know-how im Bankenwesen. Das müssen wir korrekt anwenden, nicht auf dem Rücken fremder Steuerzahler, nicht zugunsten gewisser Diktatoren. Geld anlegen und arbeiten lassen, das können wir. Doch jetzt müssen wir kapieren, dass es mit der Steuerflucht vorbei ist. Wir müssen endgültig zu einer Weißgeldstrategie übergehen. Ich finde, unser Finanzplatz hat noch andere Vorzüge. Darauf müssen wir jetzt bauen. Qualität, Vertrauen, Kompetenz. Und wir müssen aufhören, auf Betrug zu setzen. Die Schweiz ist noch lange nicht über dem Berg, auch wenn die Offshore-Enthüllungen von Anfang April den Fokus vorübergehend auf andere Finanzplätze richteten. In der EU wollen nun auch Luxemburg und Österreich über den